until we eat, Pearson. Give me a chance, will you? Hallo, hallo. Einen Moment. Ich hatte gerade Probleme. Okay. Bis gleich, Bunny. So. Jetzt muss ich ganz kurz meine Filter wieder einstellen. Irgendwie war das Mikrofon weg. Keine Ahnung warum. Geht gleich los. Ja, es macht immer wieder, was es will, das Programm. Erstmal wieder die Einstellung raus. Eieiei. Das fehlt mir heute noch. Kein Glück im Moment bei sowas. Das kriegen wir aber schnell hin. Weil wir wollen ja auch nicht, dass sich das komisch hier anhört. Kann sich nur wir spielen heute auf jeden Fall, also habe ich erstmal gesagt, moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zu meinem Ausbauen-Stream. Jetzt kann es losgehen. Warum mein Mikrofon rumspronnen gerade? Keine Ahnung. Das Programm hat einfach mal gemeint, warum kein Mikrofon? Ja, ich würde sagen, dann kann es jetzt auch mal losgehen. Wir müssten jetzt einen komischen Sound haben. Ja, ein kleines Rauschen. Es ist ja immer was. Hoffentlich, dass es jetzt weg ist. Machen wir uns das wieder bequem auf der Couch. Und, ja. Komm auf du. Komm her. So, wir hatten hier in dieser neuen Hood, sag ich mal, neue Quest. Wir sind da letztes Mal gelandet. Keine Ahnung, warum ich ein Rauschen habe. Ich habe ein bisschen Zeitverzögerung, deswegen muss ich nochmal gucken, warum ich jetzt ein Rauschen habe. Wir sind schon seit 8 Minuten am Stream und wir kriegen es wieder nicht mit dem Sound geregelt, wie immer. Ja, es liegt an Elgato. Vielleicht ein neues Kabel nötig, aber wir werden dann jetzt so streamen. Wir machen das ein bisschen anders. Wenn wir nicht so ein heftiges Rauschen haben, machen wir das eher im Background. So, ich würde sagen, let's go. Ich hoffe, das ist nicht allzu störend heute. Muss jetzt erstmal so gehen. Sorry schon mal dafür. So. Ja. Sagen wir mal ja, wir sind da ja sowieso letztes Mal angekommen. Gehen wir mal zu unseren Aufgaben, würde ich sagen. Ich muss mich wieder ein bisschen reinfuchsen in meine Bedienung hier. Achso, die anderen sind ein bisschen weiter weg. Dann machen wir erstmal die hier um die Ecke ist. In unserem Traumlager. Was? Sind alle so weit weg von der
Schuss in meinen Gaul erstmal. Komm, mein Pferdchen. Wo ist mein Pferdchen? Ah, mein Pferdchen ist da. Ich sage nur mal das Pferdchen. Weil, keine Ahnung, wo das ist. Das eine ist hier. Ach, den habe ich gar nicht gesehen. Wir wecken ihn mal, ne? Ayo. Careful not to work yourself to death there, Uncle. I was thinking. Yeah, does it pay well? Eventually. So, while the rest of us are busy stealing, killing, lying, fighting to try to survive, you get to think all day. Yeah, it's a strange world we live in, Arthur Morgan. Do you want to head into town? See if we can find anything out. Sure. I got some errands to run. Great. Go check the horses are ready. If you're gonna take the old man into town, can take us too? Well, what you got planned? Nothing. We'll find something for y'all to do. We always do. We're bored out of our minds. Been cooped up here for 2 weeks now. Ja, ist okay, bis auf das Rauschen. Ready to murder Grimshaw. Can Miss Grimshaw spare you? Can Miss Grimshaw spare you? What's happened to you, Arthur? 3 young, healthy women want you to take them a ride, and you're worried about house chores. Let's go. Fair enough. You got me. Come on, then. I can't believe we're going to see civilization. Feels like weeks since we did. Yeah, Valentine. Very embodiment of civilization. You ladies are going to love it. Okay, then. Let's go. All right. Das nervt mich aber trotzdem irgendwie ein bisschen. Ja, wir gehen jetzt gleich los mit den Ladies. Wir werden nochmal was ausprobieren. Anderes Kabel, wir haben genug da. Kein Verlass mehr auf die Audiokabel hier. So, hoffentlich, dass das jetzt ein bisschen besser ist. Weiß ich auch nicht, neues Audiokabel war da. Das ist immer irgendwas. So, let's go. Tu es rote. Vorsicht. Vorsicht! Ja. Nicht auf dem Baum. Scharfe. Linkswendung hier. Genau, sink mal. Weiter. Ja,
Drängeln wir uns jetzt dazwischen? Nee, okay, das wird eng. Was ist denn ein Rückwärtsgang? Ne? Hopp! Wir müssen da lang. Frau macht jetzt wieder die ganze Arbeit, oder was? Ja, der Rauschen ist ja immer noch so schlimm. Da los ist. Ja, ich komme ja schon. Moment. So. Durchblättern. Auch etwas Kaffee, okay. Das ist ja
alles, ne? Nicht alles gibt hier, Hüte und so. Mal alles durchblättern, ne? Westen, Hosen. Ja, viele Auswahl hat er. Ja, gleich nochmal zurück. Wir müssen ja Kaffee kaufen, ne? Ach, da oben steht, wie viel Dollar ich habe. So, Kaffee sollte ja irgendwo. Dosen. Kaffee habe ich nämlich noch nicht gesehen. Eine Kaffee. Das könnte der sein, ne? Kaufen. Ist nur gemahlen, den Kaffee? Anscheinend. Also, ich denke mal, da muss ich den gemahlenen Kaffee kaufen. So alles anklicken. Ganz kurz was schauen. Bin gleich wieder da. Nö. Ist alles so, wie es sein soll.
prügeln oder was?
ist, ne, bevor er noch mehr Informationen rausgibt. Saufen wir mal schön ein. Da habe ich falsch gedrückt. Der Böse. Ich den erledigt.
geben wir es ihm. Moinsen! Kein Ton, ja. Ich krieg diesen scheiß Ton nicht hin. Heute. Irgendwie funktioniert hier heute gar nichts. Go get yourself cleaned up. Join them when you're ready. Well, what about me? Well, exactly. What about you? What does that mean? Oh, Bill, come on. Danke dafür. Trotzdem habe ich immer noch das super mega Rauschen hier. Ich will das heute nicht. Warum auch immer. Sorry Leute, dafür heute. Ich werde mich da morgen mal drum kümmern. Das habe ich sonst eigentlich nicht so oft mit diesem Rauschen. So, ich denke, ich muss da lang. Pferd oder ohne? Was ist mein Pferd jetzt? Wahrscheinlich immer noch bei der Phase. Das ist ja Pferderanch. Gute Idee ist. Aber das kann so einfach sein. So, wir sind voll weit geritten. Moment, ich gehe jetzt kurz die Station drauf. Das ist eigentlich, sonst schnappe ich mir den Gau von ihm gerade. Ich glaube, du hast so einen Weg zum Fuß hier, oder was?
Nee, nee, nee. So geht das nicht hier. Move already. How you doing, friend? I'm too old to get a job, mister. Way Come on, sir. Try to remember what really happened at Sylvia's Saloon back in 76. Just a lot of bunk, Plato's. Just a lot of bunk. It's not bunk, Mr. Calloway, sir. It's history. Ancient history. Done and dusted. The dead got off lucky, the living got to keep suffering. Same as all. But did you shoot the Newton twins? I don't give a pig's penis about who's your friend twins. There? Ha! Put that in your fucking book, Plato. This is Jim Boy Calloway. The Jim Boy Calloway. Who? The gunslinger. Fastest left-handed draw that ever drew breath. He once killed 14 men in a fight at Lucy Hollow. What are you waiting for? How do you mean? Well, I reckon right now, kill him yourself. I don't want to kill him. I want to deify him. He's a god. I'm trying to write his biography. Well, how's that going? I think I prefer the duel. Either I'd kill him and be able to be Baltimore's finest ever gunslinger, or he'd kill me and I could be set free. From ever having to speak to him again. Well, you're starting to understand something very important. What's that? The joys of gunslinging. It's win-win, freedom or glory. That's brilliant. I'm going to write that down, if I may. Be my guest. What's your name? I don't have a name. But you are a gunslinger. Not really. I mean, folks who need shooting, I try and shoot in the back. All that other stuff, it's, well, bunk. But you fought duels. Once upon a time, I may have. And you ain't interested in fame? I don't think so. Strange. But you like fortune. I need money, sure. Okay. And forgive me, mister, if I seem a little desperate. I am a little desperate. This book, I've got to make a thing of it. And, well, there's a whole list of gunfighters. Legends, every last one. Emmett Granger. Flacco Hernandez. Billy Midnight, Black Bell. Never heard of him. Maybe you can go and speak to them. Ask them about Calloway. Any of them get uppity, shoot them. I can't believe I just said that, but... You want me to go and find some sad, deluded fools like him, ask if he was the greatest, and then if they get uppity, shoot him? Does sound a lot worse than it did in my head. How much you paying? Well, a lot. Half the proceeds of the book, if you help me get it written. I'll see what I can do. Ha! Oh, get photos. Okay. And there are notes on the back of those portraits that should lead you to them. I'll see what I can find out. I imagine we'll be stuck here upon your return. Here are some other flop house. Minus 15. Here. Maybe this is our man. You a bounty hunter, mister? Maybe. It depends.
But I'm guessing you ain't here to pass the day, turn yourself in, or discuss the finer points of county law. Then I don't need to know much more than that until I got a reason to. All right. You smell that? This here's a livestock town, mister. Attracts delinquents and reprobates like flies. Now, I'm not a fellow to pass a quick judgment, but I've been around long enough to know you don't hire a saint to catch a sinner. You bring me what I need, and I'll pay you well, and I won't ask no questions. So, what is it you need? Why don't you have a look at that poster on the wall over there? He's a low-down huckster. He's been poisoning folks with his miracle cure from here to Annsburg. Killed more than Landon Ricketts without even pulling a trigger. Get some kind of sick satisfaction out of it. Feller over at the saloon says he thought he saw him by the gorge straight north of here. You think you can bring him in? Money's good. I need him alive, though. I want to make sure the women he witted get compensated before he swings. I'll see what I can do. Well, good luck to you. And we need him alive. That's an important point. Alive, I got it. Howdy. Welcome, sir. You new patient? Snake oil. You have no idea the trouble I had to go through to get that. If you're going to want to stay sharp, I should have a stock available. Look at my cat. Beziehungsweise das von dem anderen. Das ist jetzt auch nicht mehr da, steht natürlich. Hier stand das Pferd. Hey, try going around people. Ja. Wo sind Pferde? Hello,
Ja, bei dir. Das kann ja schlecht sein. Wahrscheinlich doch auf der anderen Seite, ja. Benedict Albright? Oh, sir? Yeah. Kind of look like him. And I was told he'd be up here. No, not me, sir. It's because I want to buy some medicine. And I heard good things. I'll pay in gold. If you could help me find him. It's just, my mother's real sick. Oh, well, if that's the case, poor sick woman, I'd be happy to help. I'm a healer, you know, a medical man. Finest medicine in the state. Game's over, mister. Put your hands up. Taking you in. Taking me in? What for? Apparently that stuff you're pushing is killing folk. There's a price on your head. I don't know. It ain't my business. Oh, partner, that's crap. I'm a healer. I got an aura. I speak to spirits. I'm a scientist. Folks get real angry for no good reason. This is a mistake. Keep your hands up, buddy. They only want you for questioning. I have to insist that this is a mistake. Don't be a fool. Hold on. I'm slipping. Shit. Please. Wait. Wait. Oh, shit. This? Ist man immer noch nicht hin. Hold your breath. Yeah.
Jetzt hätte ich mit Fett gehen sollen. Scheiße, Mann. Mist. Nee. Mal irgendwo Luft oder sowas. Ja, das muss ich endlich meinen. This is very kind of you. Jetzt die Pflanzen. Oh Mist. Ich würde mir lassen, wie ich jetzt wieder zu Fuß gehen. Vor allem, wenn es gleich durchs Fuß geht. Aber das ist jetzt nicht so weit, wo ich hier irgendwie ein Pferd.
Nee, außer Mel. Ach, heute machen wir aber auch alles verkehrt. Das ist auch eh nicht mehr so weit, Gott sei Dank. Warren, that's the truth. Oh, my lord. I wasn't expecting you back so soon. Mrs. Calthorpe was, just leaving. Sure. Where you want them? I'm selling the back. There's been some terrible mistake. I never did it. Any of it. I thought I told you to shut up, partner. But I told but you. But nothing. Shut up. And, good luck. It's been real fun. You ain't much of a man. You ask folks for forgiveness, you remember this, partner. I've already forgotten. Now, sure, how much was you offering? $50. Here. Nur? Thank you. Madam. Aber wenig, please, ne? Remember what I told you. Gut, ich würde sagen, wir machen nächstes Mal weiter, weil heute ist das Wort echt mies. Sorry nochmal dafür. Wir speichern jetzt und machen vielleicht am Morgen weiter. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Abend und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.